Klinische Tests vom neuen Corona-Impfstoff in den USA. 30'000 Freiwillige testen die sogenannte RNA-Impfung, im Moment im Auftrag vom US-Hersteller Moderna. Wenn diese Testphase erfolgreich ist, kann der Impfstoff auf den Markt kommen. Und dann will auch die Schweiz vorne mit dabei sein. Das BAG sichert sich jetzt genug Impfdosen, um 2,25 Millionen Menschen zu impfen. Die Schweiz hat in dem Moment, wo man gemerkt hat, dass die Firma einen Impfstoff auf den Markt bringen wird, voraussichtlich, wo die ersten Zahlen relativ gut aussehen, sofort Verhandlungen aufgenommen. Und das dauert schon mehrere Wochen. Und jetzt ist es glücklicherweise zu dem Vertragsabschluss gekommen. Wie viel der Deal kostet, will das BAG nicht sagen. Auf 100 Millionen Franken schätzt ihn die NZZ. Ein Haufen Geld, findet Katharina Prelitsch-Huber, zumal noch nicht klar ist, ob der neuartige Impfmechanismus denn auch wirklich verhebt. Sorgen macht ihr aber auch, dass die Schweiz mit dem Vertrag möglicherweise ärmere Länder ausbotet. Im Moment sieht es dann aus, wir haben für uns geschaut. Und das war ja leider ein bisschen ein Effekt, den wir gesehen haben jetzt während dieser Krise, nicht zuletzt mit dem Schutzmaterial. Man hat dann zuerst immer für sich selber geschaut. Wenig Verständnis für die Kritik hat die Präsidentin der Gesundheitskommission vom Nationalrat, Ruth Humbel. Die bestellten Impfdosen für gut 2 Millionen Menschen fallen weltweit nicht ins Gewicht, argumentiert sie. Also das gefährdet eigentlich die Versorgung im weiteren Sinne. Es ist ja nicht für die ganze Bevölkerung, sondern wirklich für spezifische Gruppen. Ich denke an das Gesundheitspersonal, ich denke an Patientinnen oder Menschen mit Vorerkrankungen, an schwangere Frauen, die prioritär dann müssten können geimpft werden. Mit Impfstoff hat die Schweiz leidige Erfahrungen gemacht. Schweinegrippeimpfungen im Wert von 56 Millionen sind vernichtet worden, weil sie am Schluss niemand gebraucht hat. Zu so einem Debakel soll es das mal nicht mehr kommen. Es ist selbstverständlich, dass wir heute aus diesen Fehlern und Herausforderungen, die wir damals hatten und die dieses Jahr wieder ähnlich werden, lernen wollen. Wir haben auch geschaut, dass wir möglichst alle die Fachleute, die damals dabei waren, wieder dabei haben. Weil die haben vielleicht damals gewisse Sachen so gemacht, wie sie es heute nicht mehr machen würden und wir wollen davon profitieren. Jetzt hängt aber zuerst mal alles von den klinischen Tests ab. Wenn die erfolgreich sind, hofft das BAG, dass der neue Impfstoff im ersten Halbjahr 2021 auf den Markt kommen kann. Daneben laufen auch noch Verhandlungen mit weiteren Impfstoffherstellern.